Frieden schaltet den CD-Player über die Wippe am Lenkrad aus. Endlich kann er die Beschleunigung des Wagens auch hören. Das Röhren einen Meter vor ihm unter der Haube ist ein finaler Jubel. In diesem Moment passiert die Tachonadel die 220er-Marke. Schade, dass keine Zeit bleibt, die Karre zur Endgeschwindigkeit zu treiben. Aber sagt Vater nicht immer, dass nichts im Leben wirklich schlimm ist? Es kommt auf das Maß an, so wie jetzt gleich alles von der richtigen Geschwindigkeit abhängt, mit der das Auto in die Wand einschlägt. Es ist wie beim Vollkontakt, gehen Fredi die väterlichen Lektionen weiter durch den Sinn. Beim idealen Treffer liegt das Ziel immer hinter der Stelle, an der man den Gegner berührt. Die Bewegung, die zu diesem Punkt führt, beginnt mit der Vorstellungskraft im eigenen Schädel und endet exakt im Schädel des Gegners. Fredi hält auf die Mauer zu und stellt sich diese Linie vor. Er folgt ihr aus seinem Kopf heraus zu einem Fadenkreuz hinter der Wand. Ringsum zuckendes Blaulicht. Wie von ganz weit weg hört er die Sirenen. Die ersten von den Bullen bremsen, sonst rasen sie mit ihnen in die Mauer. Das können sie nicht wollen. Sie haben keinen Grund, sie haben alles zu verlieren. Für ihn trifft beides nicht zu. Der Wagen jagt seinen eigenen Lichtkegel hinterher, die Mauer voraus wirft sie zurück. Wie an einer Rampe springen die Vorderräder über den Bordstein. Das Auto hebt sich dem Aufschlagpunkt entgegen. Ein Graffiti grinst drauf an der Wand. Fuck you. Fredi hält den Atem an. Frettchen, nein, Frettchen. Er hat es im Ohr, als wäre es seine eigene Erinnerung. Und er fühlt das Wiegen, mit dem der Vater ihn in den Schlaf schaukelte, wenn er ihn auf dem Arm hielt. Aufwachsen ist wie zögerndes Erwachen. Als würde Dünung den Menschen an den Strand treiben, wo er in der Sonne trocknen kann und weht vom Spiel des Windes und aufgeweckt durch den Schrei der Möwen. Glücklich, wer sich so an seine Kindheit erinnert. Fredi glaubt, dass auch seine Tage so gewesen sind, damals, irgendwann einmal, vor langer Zeit. Frettchen, mein Frettchen. Hätte die Frau nicht geschrien oben im Schlafzimmer, wäre er jetzt nicht hier. Wozu hätte er mit plötzlich bis zum Kollaps leeren Kopf nach dem Autoschlüssel auf der Kommode greifen sollen? Wer weiß, hätte damals nicht die andere Frau geschrien, bestimmt nicht die erste, aber die erste, von der er etwas erfuhr, hätte Fredi seinen Vater nicht einmal besuchen müssen, dort, von wo es ihn heute verjagt hat, hinausgetrieben auf die Autobahn. Die Fahrbahnmarkierung war zu schnell, als dass sein Blick sie fangen könnte. Er klammerte sich mit beiden Händen ans Lenkrad, während sie auf ihn zurasten und unter dem Wagen verschwanden. Das Auto roch, als wäre es gerade vom Fließband vor die Montagehalle gefahren worden. Vater hatte seine PS-Pakete schon immer gemocht. Dieses hier jedoch liebte er beinahe mit einem körperlichen Verlangen. Fredi hatte die Automatik auf Öko gestellt. Auf einem weniger befahrenen Streckenabschnitt wollte er testen, was aus der Maschine herauszuholen war. So hatte Vater es immer gemacht mit jedem Neuen. Man muss wissen, was in den Dingen steckt, sagte er. Am besten ist, man steckt selber drin, einmal wenigstens. Das bedeutet mehr, als sich nur hineinversetzen. Das ist der wirkliche Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Drinstecken statt reingucken. Dann hatte er Gas gegeben, dass es Fredi in den Beifahrersitz drückte. Der Realität ins Auge sehen, hatte Vater weiter gesagt, wenn die Landschaft neben den Fenstern nur noch ein Wischen war, das sich der Beobachtung entzog, heißt nicht, sich überall Polster schaffen, mein Junge. Es hat nichts zu tun damit, dass ich die Gefahr liebe. Aber ich habe Respekt, Respekt vor der Realität. Als Antwort auf Fredis fragenden Blick legte er dem Sohn beschwichtigend eine Hand auf den Arm. Vater hatte immer nur eine Anlenkrad. Die rechte hatte frei zu bleiben. Für andere Dinge. Du wirst noch dahinter kommen, mein Frettchen. Wenn er auch sagte, dass er die Realität ohne Polstering so schätzte, nach den Spritztuben hatte Vater den Airbag auf der Fahrerseite immer wieder aktiviert. Frettchen, mein Frettchen. War das so auf dieser Welt, dass das, was wuchs, immer weniger Zuwendung erhielt? Lieben die Menschen nur das Schwache, nur um ihrer selbst willen herablassen, weil sie es sich leisten konnten als die Stärkeren? Fredi wusste nichts von all dem. Er dachte mit dem Herzen, wie jeder Mensch in seiner Situation. Wenn abends der Fernseher laut gedreht wurde, ahnte er, dass es nicht an dem interessanten Programm lag. Die Stimmen aus dem Gerät übertönten nur schwach, wie Mutter und Vater sich anschrien. Oft brachte er nachts auf, Mutter neben sich im Bett. Sie weinte ins Kissen. Frettchen, mein Frettchen. Wir zwei Männer, hatte Vater immer gesagt. Viel zu selten waren die Ausflüge geworden. Das Leben spaltet nicht nur unsere Wege, es spaltet auch Stück für Stück von uns ab. Wie wir etwas von unseren Begegnungen mitnehmen, ist es auch umgekehrt. Teile von uns, vielleicht anfangs nur Bruchstücke, gehen andere Wege, wenn wir uns trennen.
Der Verkehrsbund unterbrach die Musik. Fredi kannte das Kennzeichen nicht auswendig, der Wagen war zu neu. Aber er wusste, dass er gemeint war. Der Alte hatte den Wagen als gestohlen gemeldet, die Fahndung war aus. Doch wenn die glaubten, dass die Jagd begann, waren sie im Irrtum. Sie war schon im vollen Gang, seit damals, als die erste Frau erschien. Frettchen, mein Frettchen, so hast du ihn immer genannt, verwarf die Mutter. Die Viecher sind auch nur Ratten, wehrte sich der Vater. Sieh ihn dir doch nur mal an mit diesem bleibenden Gebiss. Es gibt Möglichkeiten. Ach je, ich halte auch nichts von Silikontippen. Nein, dafür von jeder Menge anderen. Was will man machen, wenn Frau ihn nicht mehr erregt, sondern nur noch aufregt? Frettchen, mein Frettchen, hatte Vater nie wieder zu ihm gesagt. Und die Mutter hatte ihn rausgeworfen, als sie nach Hause kam vom Kiefernorthopäden, eine halbe Stunde früher als geplant. Da hatte die fremde Frau geschrien im Schlafzimmer der Eltern. Hatte geschrien vor Lust und gestöhnt. Fredi war von der Autobahn runter ins Industriegelände. Er kannte die Wege dort und die Sackgassen. Er hatte die rechte Hand frei, tastete damit an die Seite. Schnipp, sprang der Boot aus dem Verschluss und rollte sich auf. Er ist ganz ruhig, der Wagen ist auf Kurs, eine ebene Flugbahn. Fredi ist gespannt auf den Punkt, den er anvisiert hat. Was erwartet ihn hinter der Wand? Krachen schlägt die Karosse ein wie ein Projektil. Die Welt versinkt. Fredi macht sich auf die Reise durch die Windschutzscheibe. Dass er wie gebannt die Wand fixiert, sie zu durchdringen versucht und das Fadenkreuz zu erkennen, das er als Ziel seiner Reise bestimmt hat, bekommt er wohl nicht mehr mit. Was für eine Scheiße! Die junge Ermittlungsbeamtin wischt sich über den Mund, als sie aus den Büschen neben dem Gebäude wieder auftaucht. Den sauren Geschmack des Erbrochenen wird sie damit nicht los. Heller kennt diese Reaktion bei Anfängern, in diesem Fall versteht er sie sogar. Es ist nicht viel übrig geblieben. Ein Blechklumpen klebt an der Wand, die ein Stück eingedellt ist. In der Luft hängt der Geruch von Zerstörung. Rauch bröselt aus den Resten der Karosse. Um das Wrack hat die Feuerwehr aus Sicherheitsgründen einen Schaumteppich gelegt. In einem schwarzen Plastiksack werden die Überreste eines Menschen an ihn verweilt. Wieso hat bei dieser scheiß teuren Karre der Airbag versagt? Will sie wissen. Ella schüttelt den Kopf. Er war deaktiviert. Oh mein Gott, und Sie kennen die Familie? Fragt sie. Der Junge ist schon früher von zu Hause durchgebrannt, sagen wir. Sie lässt den Blick schweifen über das Chaos, die Rettungswagen, die Feuerwehren. Das erklärt so einiges. Ella schüttelt wieder den Kopf und zieht die Zigarette hinter seinem Ohr hervor, die er sich von einem der Männer an der Absperrung gehen lassen hat. Er hat vor 10 Jahren aufgehört zu rauchen, aber es gibt Situationen, die jeden eisernen Willen relativieren. Das hier lässt sich für nichts erklären, widerspricht er und dreht die Zigarette zwischen den Fingern. Es gibt keinen ungünstigeren Zeitpunkt, seinen Sohn zu verlassen, als den, an dem man es tut. Und für ein Kind ist es immer zu früh zum Sterben. Besonders dann, wenn es gerade erst 10 Jahre alt geworden ist. Danke.